Also ich bin echt mega fasziniert von Markus. Hätte ich nie gedacht, dass jemand, der gerade erst mit dem Gehen angefangen hat, dann schon so eine Leistung bringt hier im Trainingslager im Februar, schon so gut drauf ist. Also dann können wir uns alle in Naumburg ziemlich warm anziehen. Auch, ich denke auch schon, Christopher Linke, der wird dann schon mal noch einen Gang mehr schalten müssen, um zu gewinnen. Weil ich denke, Markus, der wird dann uns und ich denke auch ganz vorne schon gut Konkurrenz sein. Ja, super Einheit gerade gemacht mit Schöfi. Hätte nicht gedacht, dass das so gut bei ihm läuft. Während ich hier noch halb am Sterben bin, ist er auch schon wieder topfit, obwohl er gerade die 35 Kilometer komplett mit mir mitgemacht hat. Und das ist schon echt stark, dafür, dass er erst angefangen hat mit Gehen. Ich denke, wenn er so weitermacht, ist gerade über die 50 viel drin. Also in Berlin traue ich ihm schon so um die 3 Stunden 30 zu. Und dann schauen wir mal. Das war meine erste Königseinheit mit den Gehern zusammen. 35 Kilometer in 2:34, 41. Wie Karl mir dann auf dem letzten Kilometer gesagt hat, war das deutsche U23-Rekord natürlich inoffiziell. Aber ich bin erstmal mega zufrieden, dass ich die Einheit so mitgehen konnte. Und Karl hat zwischendurch ein bisschen geschwächelt. Da bin ich mit Johnny mitgegangen und dann ist Karl hinten raus nochmal übelst abgegangen und ich konnte wirklich auch bis zum Schluss meine Technik halten und das war für mich heute das Wichtigste. Also ich bin mega zufrieden und freue mich schon so auf Naumburg. Ich denke mal, das wird ein richtig, richtig geiles Ding. Ich hoffe es einfach, ich hoffe es einfach. Puh.